Hallo und herzlich willkommen zu GrauTV-Serie, Ausgabe Nummer 44. Nummer 54. Ich werde das auch in die Recap-Kategorie packen, weil wir haben bei The Voice immer das Problem, dass sie ja am Anfang der Staffel drei Folgen auf einmal Genau. raushauen und dadurch machen wir die immer so ein bisschen als Folgen-Review, aber wir spoilern auch, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. ohne dass wir jetzt die Folgen wie dann ab nächste Woche Stück für Stück durchbesprechen Genau. werden, sondern wir wollen euch jetzt mal so generell verraten, wie haben uns denn die ersten drei Folgen von The Boys Staffel 4 gefallen? Genau. Jetzt offiziell die vorletzte Staffel, das Ja. wurde jetzt offiziell bestätigt und ja, wir werden das natürlich mit Spoilern machen, damit wir darauf eingehen können. Welche Story Arcs werden hier gestartet? Was haben die Charaktere so am Laufen? Ist schon jemand tot? Ne? All Kann auch mal das schon und noch passieren. mehr. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne sagen, wenn ihr es gesehen habt, wie es euch gefallen hat. Wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und über Abos. Und damit können wir loslegen. Ja. Und wie haben sie dir denn so allgemein gefallen? Wir haben noch gar nicht drüber Nee, noch gar gesprochen. nicht drüber Wir haben es geredet. nur gerade geguckt zusammen und noch gar nicht drüber geredet. Wie haben sie denn gefallen, die ersten drei Folgen? Also ich fand es wieder sehr, sehr cool. Ich fand sehr stark, welche Story Arcs es wir hier so ein bisschen aufmachen. Es sind ja eigentlich Fortsetzungen von den alten Story Arcs so ein bisschen. Ne? Ja. Also wir haben ja wieder den Story Arc von Kimiko, die ja immer noch mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen hat. Auch mit Frenchie, der jetzt mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, wo wir sehr viel mehr erfahren haben in der letzten Staffel, was er eigentlich so als ja, Söldner mehr oder weniger eigentlich alles so getan hat. Ja. Natürlich die Fortsetzung auch von Butcher, generell jetzt mit seiner ganzen Krankheit jetzt auch, was er sich ja halt selber zugefügt hat. Und ja auch so ein bisschen halt ja, irgendwie Beziehung mit zwischen Starlight und Yui, beziehungsweise einfach dem, was Starlight jetzt halt machen möchte, auch gegen Homeland und so weiter, und die Ja. Boys gegen Homeland vorgehen möchten. Eigentlich sind es alles so Fortsetzungen irgendwie von dem, was schon jetzt in der letzten Staffel so ein bisschen angekündigt worden ist, größtenteils. Und es hat wieder mega Spaß gemacht. Also es war wieder The Boys Humor auch einfach und halt der knallharte Spiegel der Realität, so wie es halt momentan Ja. sehr krass auch in Amerika zu sich geht. So ist es auch einfach in der Serie jetzt, in dieser Staffel auch. Also wir haben ja, also es spielt alles so jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr, mehr oder weniger nach der letzten Staffel so ein Ja, bisschen. klang so, also weil er hatte ja noch ein Und jetzt Jahr hat er Butcher und noch jetzt hat er noch ein 6 Monate, halbes Jahr, das ne? wäre, ich glaube, also 6 Monate später. Passt auch mit dem ganzen Gerichtsprozess und so weiter. Ja. Ne? Also das Ende der letzten Staffel war ja, Homelander lasert einfach den Typen auf offener Straße einfach weg. Ist jetzt vor Gericht angeklagt und sollen halt die Jury sagen, ist er schuldig, ist er nicht schuldig. Große Überraschung, natürlich sagt die Jury jetzt nicht, der Homelander ist schuldig, sondern natürlich sind genug Gelder geflossen und Leute bestochen, keine Ahnung was, damit die Jury natürlich ihn freispricht, aber natürlich hat das auch gewisse Konsequenzen für die Welt, so dem Ja. Motto. Und ja, und dann einfach diese ganze Aufregung zwischen diesen ganzen Gruppen, also wir haben einmal die fette Homelander-Fanbase, die da halt protestiert, Ja, wie sonst was. die Home-Teamers. Ja, irgendwie so Ja. Home-Teamers. Und wir haben aber die Starlighters, Ja. die halt Starlights als Galionsfigur jetzt irgendwie ihre Stimme nutzen, um halt dann dagegen vorzugehen, gegen Homelander. Und die clashen aufeinander. Und dann sehen wir unter den gesamten drei Folgen jetzt immer wieder irgendwelche Schnipsel von irgendwelchen Interviews oder Nachrichtenreports, wie halt beide Seiten sich ständig in die Gurgel gehen irgendwie, aber wie halt auch extrem Ja. oft die Wahrheit einfach komplett ab absurdum gedreht wird irgendwie, Ja. nicht nur was Wort irgendwie möchte, also so von wegen, ne, wir verheimlichen jetzt mal schnell, dass da irgendwas passiert ist, so einfach nur, was die Medien draus machen, dass dann halt die Starlighter als die üble Masse irgendwie Ja. dargestellt wird und es ist wirklich sehr, sehr krass, was vor allem in Amerika, aber generell auch einfach so momentan so in der Welt irgendwie Ja. passiert. Es wird auch wirklich mit allem, was auch so passiert, also es wird auch mit den Transgendern kommt dann auch, dass dann halt die Starlighter beschimpft werden als die, die ja alle nur die Leute in Transgender verwandeln wollen. Genau, das sind nur Kinder aufnehmen, entweder weil sie Kinder. pädophil sind oder weil sie non-binary machen wollen Genau. und so So, weiter. sowas wird, kommt auch alles vor und ja, also es ist wirklich der knallharte Spiegel der Realität irgendwie, Ja. einfach nur mit Superhelden so unter dem Ja. Motto. Und ich finde, also erstmal, mir haben die drei Folgen auch gut gefallen. Ich glaube, es war schlau, dass sie wieder alle drei am Anfang veröffentlicht haben, wie bei jeder The Boys Staffel es wirklich so ein bisschen braucht, Ja, um schon. Fahrt aufzunehmen. Ich finde aber tatsächlich hier mehr als in der dritten Season zum Beispiel. Da war ich so Ja. nach einer Folge schon so, ja, okay, wir haben eine richtige. Hier war ich so, ja, okay, das hat jetzt etabliert, wo wir sind Genau. und hat sich so ein bisschen gezogen. Aber ja, 2 und 3 fand ich dann auch wieder sehr, sehr gut.
Und ja, man kann, finde ich, sagen, also The Boys haben ja aus, also die Macher haben ja aus ihrer politischen Haltung nie ein Geheimnis gemacht. Nee. Da muss ich die letzten Tage sehr drüber lachen, dass Leuten jetzt langsam auffällt, dass die Macher der Serie tendenziell eher links eingestellt komisch, sind. Komisch, ja. Merkwürdig. Das ist aber der letzte Season mit dem ganzen Waffenthema also noch gar nein, nicht deutlich geworden. Gar nicht deutlich, nope. Ja, und jetzt muss man mal sagen, also ich finde, sie haben immer noch diese schöne Balance aus, dass sie vieles humoristisch aufgreifen. Ja. Also ich fand zum Beispiel wirklich so dieses Ganze mit Let's put the Christ back in Christmas anstatt es Merry Holidays zu nennen, ja. Fand ich großartig. Ja. Aber es ist jetzt, also es ist, ohne es negativ zu meinen, finde ich jetzt noch mehr mit dem Holzhammer. Ja. Also wirklich so dieses Ganze, diese politischen Riots und so weiter, ja. Und wie, ja, wie dann, ja, aus allem, was gestrickt wird, was irgendwie ins eigene Narrativ passt, richtig. Und so weiter. Und das ist natürlich dann perfekt gepaart noch damit, das Wort halt alles gleich schaltet. Ja. So, ja, es ist halt sehr schön. Aber so ist halt auch wirklich gerade Realität. Also vor allem ist ja momentan das große Wahljahr da in Amerika. Und ich kriege ja durch einfach nur durch hier so ein paar der Late-Night-Shows ein bisschen mit, was da drüben passiert. Ja. Aber was da teilweise so auf Fox News irgendwie erzählt wird. Und sie haben ja extra so ihren Wort-News, glaube ich, heißt das denn bei denen. Und die haben genau dieselbe Narrative, was bei Fox News ständig ja. In der Realität erzählt wird. Für Trump und alles, was gegen Trump ist, so dem Motto, was sie da für Schwachsinn labern, das glaubst du wirklich, das können doch keine Menschen glauben. Es glauben genug. Es glauben einfach die breite Masse, glaubt das denn teilweise wirklich. Ja. Und das zeigt diese Boys genauso. Das finde ich grandios. Das ist halt wirklich, ja, es mag mit Holz aber vielleicht sein, nicht sehr subtil, aber ganz ehrlich, so ist es momentan auch einfach. Ja. Man braucht da nicht Subtiles, sondern es ist einfach so in der Realität gerade. Du musst einmal irgendwie was in Amerika was einschalten und du siehst überall genau das. Ja. Also es ist heftig. Ja, wie gesagt, also es ist in Amerika ist sehr extrem gerade, ja. Aber man merkt es ja auch hier eigentlich, dass ja. Du kannst nichts mehr sagen, ohne dass da irgendwie irgendwas draus gedreht ja. Wird. So. Das und das ist halt schon heftig. Und ja, das ist halt sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, schön gepaart mit ihrem üblichen Humor. Also diese ganze Schwobler-Convention da hat mich sehr gut unterhalten. Auch wenn es, wie gesagt, halt leider sehr nah. Also man saß da und war so, ja, wahrscheinlich denken die so. Ja. So, das funktioniert es so. Es gab halt die Schwobler-Convention, wo halt von so, die trinken das Blut unserer Kinder zu die bösen Juden, die da irgendwie ja. Sind, zu die Erde ist flach, zu die Aliens sind schon unter ja. Uns, die Echsenmenschen. Ja, und dann auch noch später so dieses Interview von Firecracker so, ja, und die Impfungen, durch die kriegen eure Kinder Autismus, ja. Aber nicht die gute Art von genau. Autismus. Die Starlighter wollen warum flackert das? Ja, weil er versucht es nicht anzufassen, aber wenn man es wegmacht, dann ach so, okay. Ich muss mir nochmal eine neue Kamera kaufen. Beide sind scheiße. Oh, okay, gut. Pass auf, warum flackert das denn auf einmal so? Egal. Ja, jedenfalls, dass sie sagen, Starlighter verursachen Autismus bei euren Kindern und sonst irgendwas. Die wollen, dass eure Kinder Autismus bekommen. Ist ja echt so, dachte ich so, meine Fresse, ey. Ja. Aber ja, so ist das nun mal wirklich, ja. Dass die da so das so denken und so weiter. Und einfach auch so herrlich, wie sie halt überall irgendwelche Schauspieler hingestellt haben. Also geil, war auch Firecracker, die gesagt haben, wirst du schon, Tom Hanks. Und wenn man all seine Filme zusammentut, dann kommt die Zeit 311 irgendwie zusammen. Was ist das? Das ist das Code der Polizei für Pädophilie. Ja. Und das bedeutet, Tom Hanks ist kein Pädophil. Ja. Und es ist dann so, ja, aber so denken die. Ja. Die reimen sich den größten Schwachsinn irgendwie zusammen, weil sie glauben, da ist eine Botschaft dahinter. Und das ja. War herrlich. Es war so lustig, einfach das zuzusehen. Ja. Ja, oder auch, ja, also ich fand eigentlich generell, klar, es gab wieder diesen einen oder anderen Vulgärhumor-Joke, wo ich dachte, ja, okay, ist jetzt nicht meins, ja. Aber selbst die fand ich teilweise lustig, also, ja, diese Szene, wie Kimiko und Frenchy da reinkommen zu dem Doppler-Dude, der ja. Sich dann auf Firecracker selbst eine Human Centipede verursacht sozusagen und sie so, it's okay, dann macht wieder zu. Nachdem, und auch das macht The Boys halt so gut, Kimiko halt für Frenchy seinem Freund schreibt, ja, ich könnte ein bisschen ja, Dick genau. Gebrauchen, so. Und dann kommt kurz danach diese Szene, so, ja, okay, bisschen zu viel. So, und auch wie sie dann auf dieses, diese Bar Mitzvah oder was es war, kommen. Ja. Und einfach eine Schießerei mit nackten Männern auf diesem Fest da lang geht. Ja, war schon sehr, sehr gut. Hat mich unterhalten. Aber wie Firecracker dieses Video gemacht hat und man hat dann hier den Monk-Schauspieler gesehen, hat ja. So, seht ihr, das ist der Beweis! What the fuck?
Nee, also es war sehr, sehr lustig, generell alles, was sie jetzt so diese drei Folgen gemacht haben. Und ja, Brutalität war auch wieder mit da. Also sogar teilweise sehr brutal. Oh, fuck. Teilweise auch super lustig dargestellt, weil ich dachte so, okay, wir sind gerade in irgendeinem Slasher-Comedy-Film irgendwie gelandet. Ja, vor allem bei hier Seven on Ice oder Ja, Four on genau, Ice. Board on Ice. Das war wirklich, die sind in Panik geraten, nachdem er hat die eine aus Versehen in zwei Hälften geschnippelt hat. Und dann haben sie sich alle gegenseitig umgebracht irgendwie, einfach mit ihren Schlittschuhen. Denkt dran, Leute, Schlittschuhe sind gefährliche Waffen. Also, meine Ja. Fresse. Finger abgeschnitten, blank einfach, Kehlen aufgeschnitten. Also, holy Ja. shit. Ja, und ich muss mal sagen, wirklich, also CGI sieht wirklich krass gut aus mittlerweile. Ja. Also ja, sowohl dieser Doppler-Dude, dieser Effekt, wie auseinander ging, Ja. war cool. Aber vor allem fand ich bei der Tochter von Vicky Newman, wo wir jetzt die Ja. Fähigkeit wissen, nämlich Aha. dass sie irgendwelche, ja, Tentakel-Madenschlangen Schlangen hat. irgendwas hat. Und ja, wie die sich durchs Fleisch durchgefressen haben und Ja. so. Das sah schon sehr herrlich eklig aus. Oh ja. Und ja, sagen wir mal so, ist jetzt nicht viel weniger grotesk als die Fähigkeit ihrer Mutter. Das ist wohl korrekt, ja. So, und Hat mit dem Kopf zu tun, auch wieder, wenn hat man auch so mit dem will. Kopf zu tun, ja. Ja, Generell Köpfchen, großes Thema, ja. diese Staffel. Ja, denn wir können ja mal auf die einzelnen Story-Arcs so ein bisschen eingehen. Ja. Denn Homelander hat, ja, ist jetzt da, wo er eigentlich immer sein wollte. Er Ja. ist an der Spitze von Ward, er ist der Anführer der Seven, jetzt auch richtig und nicht nur pro forma. Ja. Und ja, hat nur noch Ja-Sager um sich herum. Alle sagen, ja, du bist so toll, du bist so super. Und alles, was er Alles, sagt, was du findest du halt sagst, immer. ist total toll. Ja, testet das dann halt ultimativ im Prinzip auch aus, indem er The Deep zu sexuellem Missbrauch an A-Train auffordert und er es Ja. halt einfach machen würde, Ja. weil wird ihm halt gesagt. Ja, und selbst wenn er halt irgendwie, ja, gesagt wird, ja, die ist total verrückt, so, ja, passt gut in die Sieben. Also, ja, genau, stimmt, hast du recht, so. Aber ihr habt gerade gesagt, sie ist verrückt. Ja, es wäre verrückt, sie nicht reinzunehmen. Ja. So, und das passt ihm jetzt halt auch wieder nicht, dass er halt merkt, ja, scheiße, jetzt liegt alle Verantwortung wirklich auf meinen Schultern. Ne. Jetzt muss ich selber denken, jetzt muss ich das Ganze hier managen. Und deswegen, ja, springt er über seinen Schatten und sucht sich die Hilfe von Sage. Sister Sister Sage. Sage. Die Wort sagt, also der Sage. Ja, nämlich die schlauste Person der Welt, der Menschheit so Ja. irgendwie. Sie wird immer fälschlicherweise gesagt als die schlauste Frau, sie muss immer wieder korrigieren, die schlauste Person. Die, ja, deren Superkraft einfach ist, dass sie super intelligent ist. Wahrscheinlich, dass irgendwie sie alles viel, viel schneller verarbeiten kann, merken kann, Ja. speichern kann und so weiter. Und ja, sie ist eigentlich immer nur so ein Schatten eigentlich der ganzen Wort-Superheldenkultur und so weiter. War früher mit A-Train irgendwie bei den Wort-Kids oder irgendwie sowas, so Ja. eine kleine Jugend-Superheldengruppe, bevor sie da rausgeflogen ist. Und ja, und Homelander geht dann zu ihr, um halt so ein bisschen eine neue Beraterin wirklich zu holen. Erzählt ihr von seinem Problem und so weiter und sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, weil sie halt einfach eiskalt halt sagt, was Sache ist. Und er nimmt es zähneknirschend hin, ohne sie umzubringen. Ja. Das muss man sagen. Er bringt sie nicht um. Noch Er nicht. nimmt noch nicht. Mal sehen, wie lange sie es noch durchhalten kann. Aber er bringt sie nicht um. Er hört auf sie erstmal, wenn auch. Versucht er immer wieder so ein bisschen das dagegen zu steuern irgendwie, aber sie bringt halt so viele Argumente immer vor, dass er halt kaum was dagegen sagen kann Ja. irgendwie. Und ja, sie soll ihm jetzt halt helfen, den ultimativen Masterplan aufzustellen, ja, die Menschheit mehr oder weniger zu regieren, so hat der Motto. Weil er halt wirklich zu ihr geht und sagt so, ey, was mache ich jetzt eigentlich? Weil die Leute jubeln, wenn ich Menschen rette. Alle Leute jubeln auch, wenn ich Menschen töte. Ich bin jetzt in der obersten Spitze, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Soll ich jetzt alle umbringen oder nicht? Ja. Und sie haben mir gesagt, so, ja, pass auf, wir sind die höhere Spezies, wir sind Superhelden, die anderen sind ja nur kleine Menschen. Aber was bringt es uns halt, jetzt alle Menschen einfach umzubringen? Wer baut unsere Monumente? Wer baut dein Monument? Wer kümmert sich um den ganzen Kram? Ja. Willst du dich darum selber kümmern? Also wäre es doch besser, sei ihr Retter. Stell ihnen irgendeine Gefahr hin und dann rette sie. Und das ist dann ihr gesamter Plan. Ja. Den sind halt schon in den ersten drei Folgen. Anfängt, die Leute zu rekrutieren, die sie dafür benötigt. Und ich fand sie sehr, sehr cool. Ich finde diese Idee sehr cool, dass Homelander jetzt nicht einfach eiskalt
einfach alles und jeden abschlachtet. Man macht trotzdem noch, aber dass er halt nicht einfach auf einen kompletten Genozid jetzt einfach geht und alles und jeden umbringt irgendwie, um halt einfach die Macht an sich zu reißen. Was ja jetzt schon so am Ende so angeteasert worden ist, dass es jetzt in diese Richtung irgendwie geht. Sondern dass es halt wirklich jetzt so ist, so, nee, er versucht halt, er ist immer noch abhängig von seiner menschlichen Seite irgendwie. Wir sehen auch immer wieder bei ihm, wie er halt seine Schambehaarung immer wieder irgendwie rausstupft, weil er sieht, er hat ja graue Haare auf einmal, dass er, obwohl er halt ja, de facto unbesiegbar irgendwie ist und nur sehr schwer tötbar, dass er auch altert, dass er doch eine menschliche Seite hat, was ja eigentlich nicht geht als der Übergottmensch und so, der Gottimperator, wie er sich immer selber betitelt. Und dass er denn daraus halt selber sagt, so, was hinterlasse ich eigentlich? Was ist das, was ich hinterlasse? Ich habe dann Ryan halt irgendwie dabei, was aber auch nur so schwierig ist, weil er ist halt nicht die Vaterfigur so richtig. Ja. Ne? Erziehung, Kind, ja, geht so. Ja, und jetzt versucht er halt irgendwas anderes zu hinterlassen, was aufzubauen, wo er halt dann drauf stehen kann, selbst wenn er altert und so weiter. Ja, also ich kann nur sagen, also für mich bleibt Homelander einer der besten Bösewichte, die jemals so geschrieben wurden für eine Serie. Weil, ja, sie schon wieder, am Ende von Staffel 4 dachte ich, okay, ab jetzt läuft es wirklich auf den kompletten Amoklauf hinaus von ihm. So, und ja, dass sie jetzt irgendwie schon wieder so einen Weg gefunden haben, ihn doch wieder anders laufen zu lassen als gedacht. Und das aber trotzdem so völlig konsequent in seiner Charakterentwicklung zu machen. Weil, also ich bin überhaupt nicht dabei, dass der Charakter stagniert, wie halt einige jetzt irgendwie gesagt haben. Weil ja, also so allein jetzt dieser Schritt von, okay, ich bin sterblich, er will auch irgendwie was hinterlassen für die Welt und für seinen Sohn. Und das ist halt so, glaube ich, das eine, was man wirklich abkauft, dass ihm sein Sohn schon was bedeutet. Ja. Und dass er halt auch dessen Anerkennung, dessen Liebe will und aber gar nicht, also nie gelernt hat, mit menschlichen Emotionen umzugehen. Ja. Und dass es für ihn halt vollkommen absurd ist, dass der sich dran stört, wenn er einen Menschen umgebracht hat und so weiter. Ja. Und ja, für ihn ist halt die direkte menschliche Nähe ist halt absurd, das kennt er halt nicht. Er kennt nur die Likes, er kennt nur das Fanlieben, Liebsein tun irgendwie. Allein diese Szene fand ich so gut, wie Ryan halt, nachdem er seinen ersten Auftritt hat, seinen ersten Rettungserfolg sozusagen und dabei den Stuntman getötet hat, und wie der Homelander mit seinem Milchshake dazu ihm hinkommt und sagt so, hey, mach dir nichts draus. Du kriegst doch viele erste Rettungsmöglichkeiten. Ich war jetzt nur da, weil es bestimmt besser für dich ist und so. Nein, 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 doch, 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 doch. Naja, ich hab den Typen umgebracht. So, das kümmert dich? Ja. Also dieser Moment, aber wirklich, wo Homelander so realisiert, so, darum geht's. Ja. Das fand ich so gut. Das fand ich so gut gemacht einfach. Aber die ist so unscharf. Naja, wir nehmen jetzt mal die, weil die flackert zwar auch ein bisschen, aber nicht so krass wie andere. So, kurzer Kamerawechsel. Ja. Und auch wie er dann noch beleidigt den Milkshake wieder mitnimmt, weil sein Sohn nicht so reagiert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann finde ich aber, also ich finde diese Dynamik so schön, dass er sich zwar Hilfe sucht und dass er auch versteht, was sie da macht. Und auch er will schon seinem Sohn dieses Monument aufbauen, sozusagen. Aber als sie dann sagt, damit solltest du aber nichts zu tun haben, dass das dann für ihn wieder nicht geht und dass er ungeplant und unabgesprochen dann am Set auftaucht und halt diesen ersten Solo-Rettungseinsatz seines Sohnes quasi verhindert und damit dafür sorgt, dass der jemand umbringt, letztendlich, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, auch so wirklich konsequent fortgeführt. Also auch, dass er, als er halt so sagt, hier mit dem die Menschen sind so zerbrechlich und wir müssen ein Total Cleansing machen und so weiter, bevor sie ihm dann sagt, hey, ist das denn sinnvoll? Aber da merkst du halt, da spricht halt Stormfront aus ihm und das, was er von Stormfront gelernt hat und so weiter. Und dann auch der schöne Kommentar von Sage so, es ist nicht sinnvoll auszulöschen, das ist wie deine Nazi-Tante da, so deutsch. So, generell haben viele Nationen und viele Seiten hier ihr Fett wegbekommen. Ja, das Ganzen. Ist sinnvoll. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt eben dann am Ende sein Mental Breakdown, wo er ja Ryan auch fragt, warum bin ich nicht genug für dich? Ja. Also so, das ist so dieses, dass er halt da nicht über
diese Liebe, die er möchte, hinweggehen kann. Weil Ryan halt wieder zu Butcher geht, obwohl er eigentlich dachte, er hätte ihn komplett von Butcher gelöst irgendwie. Ja. Aber nachdem Ryan es erfahren hat, direkt am Anfang, dass Butcher stirbt in den nächsten 6 Monaten wahrscheinlich, dass halt, ja, er möchte doch noch irgendwie mit Butcher was zu tun haben, mit ihm reden und so weiter. Ja. Und ja, das versteht Homelander einfach nicht. Und die ganze Zeit, in allen 3 Folgen, gab es immer wieder Momente, wo er einfach nur da sitzt und die ganze Zeit so dieses Klingen im Ohr, so ein Motto ist, wo er einfach nur vor sich her starrt, weil er ja irgendwie so ein bisschen überfordert immer mit verschiedenen Situationen ist und nicht so richtig weiß, was soll er jetzt eigentlich machen. Er könnte eigentlich einfach alle töten, sonst irgendwas, aber er ist eigentlich noch abhängig von ihrer Liebe. Und ja, und dass der Spiegel dann, wo er ihn zerbricht, einfach zu ihm sagt, so, es wird Zeit, dass wir uns von diesen lästigen Liebe, was uns immer noch menschlich macht, irgendwie lösen. Wir müssen zurück zum Anfang gehen. Das ist schon wir kommen so doch langsam so in die Richtung, kaum Länder, Genozid in alle Richtungen und so. Ja, und das ist halt wieder so ein spannender Kontrast im Vergleich zu Butcher, weil, ja, man mit dem eben erzählt, ja, er ist jetzt immer noch kein sonderlich netter Mensch, so, aber ja, dass er jetzt eben, wo er nicht mehr lang zu leben hat, dass er schon gern noch die eine Sache wieder gut machen würde, die er wieder gut machen kann, und zwar, dass er Ryan aus den Fängen von Homelander wieder zurückholt und ihn wieder in Sicherheit bringt und auch ein bisschen endlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Also, dass er hat an einer Stelle die Chance, Yui übers Ohr zu hauen, indem er halt das Beweismaterial, was der gegen Newman hat, an sie schickt, um mit der zusammenzuarbeiten, was er dann aber nicht tut. No. Und dass er eben auch quasi mit seinem Ex-CIA-Chef, Kollegen, die Freund, auch immer. Kumpel. Ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, aber Negan aus The Walking Dead. Ja. Plant quasi seinen Sohn oder Ryan unter Drogen zu setzen, um ihn erstmal wieder in Gewahrsam zu bekommen und ihn dann halt so lange auf Drogen zu halten, bis man ihn wieder indoktriniert hat sozusagen und von Homelander weggezogen hat. Und da, ich habe richtig gemerkt, weil man Butcher haben sie auf so eine gute Art und Weise frustrierend geschrieben in den ersten 3 Staffeln, dass man immer denkt, komm, mach jetzt das Richtige. Ja. Er hat konsequent immer das Falsche gemacht, sozusagen. Ja. Und ja, dass jetzt, ich war richtig so, dass ich dachte, komm, nee, setz die nicht ein, die scheiß Kekse da. Und da, als er die dann weggeschmissen hat, war ich so, okay, er lernt endlich und daraus. Und ja, durch diese da, wahrscheinlich wird jetzt Homelander durch eine größer werdende Brutalität Ryan wieder zu Butcher zurück. Treiben. Ja. Und ja, dann können wir gespannt sein, wohin das führt. Ja, Autos bei Butcher ist jetzt natürlich einmal seine Entwicklung ist super cool und interessant ist, dass, ja klar, er stirbt jetzt irgendwie, aber wir sehen jetzt ständig, dass er irgendwelche Würmer bei seinem Kopf hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich darauf hindeutet, er stirbt jetzt komplett, dass die Würmer ihn einfach auffressen, ob das durch das Compound V irgendwie ist, oder ob da noch mehr kommt. Und am Ende vielleicht gar nicht, dass er gar nicht komplett stirbt, sondern gerade mutiert oder irgendwie sowas. Ja. Und dann komplett ein reiner Soup wird. So irgendwie, dass die Würmer da gerade irgendwas machen in ihm. Keine Ahnung, kann auch sein, dass er einfach gefressen wird gerade. Dass die Würmer zeigen, ja, die fressen ihn gerade da drin. Keine Ahnung, mal gucken, was die daraus noch machen. Ja. Also ich kann mir aber noch momentan nicht vorstellen, dass die Butcher komplett zum Ende der Staffel umbringen. Ja, also ich bin gespannt, weil ich war am Anfang, also bevor die Season losging, war ich relativ überzeugt, dass diese Fan-Theorie, die viele haben, dass sie stimmt, dass Homelander in dieser Staffel jetzt besiegt wird. Und dass aber Butcher in seinem Hass auf die Supes, dass er dann so quasi dass er übergeht zu, wir müssen Genozid an den Supes begehen. Ja. So, und dass er dadurch quasi zur Bedrohung in der letzten Season dann wird. Und halt völlig sich mit Compound V noch voll ballert und ja, der ultimative Bösewicht wird. Sehe ich jetzt nicht mehr so. Wo mit der Richtung, die sie jetzt nehmen mit ihm. Ich glaube nicht. Und ich glaube auch bei der Serie nicht, dass sie jetzt sowas machen werden wie, oh, er wird jetzt mutiert und dann wird er halt einfach Evil Monster oder so. Das glaube ich halt nicht, weil dazu ist die Serie halt zu schlau geschrieben. Ja. Eigentlich, also mal sehen, bin ich gespannt, wo es hinführt. Und ja, die beiden bleiben, finde ich, halt schon so das Herz der Serie. Dafür treten andere bisschen mehr in den Hintergrund gefühlt. Also ich finde, Yui ist bisher sehr in den Hintergrund getreten. Der hat jetzt in der 3. Folge halt einmal so ein bisschen mehr, wo er halt vor Homelander geflohen ist und dann von Adrian gerettet worden ist. Ja, er hatte ganz kurz auch so einen Moment, wo er halt Starlight davon abgehalten hat, sofort A-Train dann bloßzustellen vor seiner Family und so weiter.
Aber das war es eigentlich auch irgendwie. Gut, er hat ganz am Anfang Newman mit Säure bespritzt irgendwie. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber ja, das sind so serious Momente bis jetzt gewesen in den drei Folgen. Also sehr viel hat er noch nicht an Text, noch nicht viel zu tun irgendwie. Weil er hat halt seinen Story-Arc mit seinem Vater. Das ist halt sein Story-Arc. Das entzieht er sich jetzt so auf so Boys und den ganzen Superhelden-Tötungsgeschäft gerade so ein bisschen zurück, weil bei ihm ist halt der Story-Arc wirklich, sein Vater ist halt, ich weiß gar nicht, was? Herzinfarkt? Koma. Also ich glaube, sie haben es nicht ausdefiniert, aber ja, wahrscheinlich irgendwie Herzinfarkt, Schlaganfall, kann bei Boys auch immer sein. ja, und jedenfalls, also generell, das Trope zieht sich durch die Serie, hat sein Vater ihn kurz bevor es passiert ist angerufen und er ist nicht rangegangen. Ja. Und das hatten wir dann auch noch mit Frenchie, der nicht rangegangen ist. Wir hatten es mit der nicht rangegangen ist. Also das wird 100% irgendwo nochmal eingelöst, dass entweder jemand in einem ganz katastrophalen Moment nicht rangeht oder dass halt jemand dann entscheidet ranzugehen, wenn irgendwie was Wichtiges richtig, ist. Richtig, genau. Irgendwas, das kommt bestimmt noch. Ja, ja. Ja. Weil so viel, das, damit sie jetzt rumspielen. Das wiederholen die nicht durch Zufall. Und ja, also das ist so, ja, ist ganz spannend mit seiner Mutter, die jetzt wieder aufgetaucht ist. Und ja, ob, auch spannend, ob es jetzt wirklich nur, ich sag mal, in ganz großen Anführungszeichen, Depressionen waren. Warum? Was halt ein sehr menschlicher, nachvollziehbarer Grund wäre, der da genannt wurde. Oder ob da halt dadurch, dass sie auch schon gesagt hat, sie arbeitet für Wort und so weiter, ob da noch irgendwas noch kommt. Bin ich gespannt. Ja, Mother's Milk struggelt damit, die Boys als Anführer irgendwie zusammenzuhalten, unter Kontrolle zu halten. Ja, vor allem Butcher schmeißt er halt relativ früh raus, der ihn dann trotzdem noch den Arsch rettet. Ja. So. Er wird Butcher halt einfach nicht los. Ja. Aber auch da fand ich cool, dass dann Butcher ihn halt daraufhin bittet, hey, komm, hilf mir, Ryan zu retten, diese eine letzte Tat. Aber ja, dadurch, dass er sie halt immer wieder aufs Ohr gehauen hat, er halt sagt, ja, too little, too late. So, ich glaube, da wird der Moment auch noch kommen, wo er dann eingreift. Aber fand ich auch, die Dynamik ist cool. Ja, ich fand es gut, dass er wirklich Nein gesagt hat, dass er jetzt nicht einfach sagt, ja gut, komm, bitte noch ein letztes Mal, irgendwie so was, sondern dass auch er aus den letzten drei Staffeln gelernt hat, weil es war ja mehr als nur einmal, dass er zu Butcher gesagt hat, ja okay, dieses eine Mal noch, und dann geht es halt komplett nach hinten los, weil Butcher wieder sein eigenes Ding macht. Und jetzt hat er gesagt, wirklich so, nein, jetzt nicht mehr, vergiss es, du bist raus, verschwinde, so hat dem Motto. Danke, dass du uns zwar gerettet hast, aber wir müssen das alleine hinbekommen. Und ja, das ist auch schon eine coole Entwicklung irgendwie. Ja, die haben sich auch mal wieder kurz verprügelt gegenseitig zwischendurch. Ja, und das ist aber auch wieder so cool, ne? Weil in dem Moment halt meines Empfindens nach auch Butcher recht hatte. So, ne? Sie haben da einen Zug vor sich, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach, die damit rechnet, dass sie da sind. Und ihre einzige Schwäche ist, sie ist kein Soup, sie ist einfach nur sehr schlau. Ja. So, und wir sollten jetzt, ne, damit können wir Homelander seine Taktik komplett vernichten. Ja. Ne, und dann war MM wieder zu vorsichtig. Also man hat immer den Eindruck so, wenn die beiden sich treffen würden in der Mitte irgendwo, dann wäre wahrscheinlich das ziemlich das gute ganz gut, Dynamik. Kann auch noch in die Richtung gehen halt, dass es vielleicht dann so wird irgendwie. Aber ja, jetzt, Masamirk muss irgendwie die Truppe zusammenhalten, aber die gesamte Truppe ist halt so verstreut irgendwo für ihre eigenen Sachen. Also muss man auch sagen, also was ich an super schlauen Charakteren immer gelungen finde, wenn sie gut geschrieben sind. Ja. Weil sie haben halt bei ihr genug eingebaut, dass sie wirklich klug wirkt und dass man halt denkt, ja, okay, ich verstehe den Plan, den sie da verfolgt. Ja. Dass man dann sogar so vermeintliche Fehler und Logiklöcher ein bisschen übersehen kann und sagen kann, okay, es war alles im Plan mit drin. Ja. Also, weil ich dachte zum Beispiel auf dieser Convention da, okay, ihr Plan war aber eigentlich relativ dumm. Also, irgendwie jetzt eine Gruppe, in der Kimiko mit drin ist, von dem sich Teilungsdude und Firecracker, die Firecracker machen kann. Ja, die einfach nur so machen lassen. Kann, ja. Das wirkt unstark ist, hat man gesehen, sie hat ja gegen Kimiko relativ lange mitgehalten. Ja. Das wirkt halt erstmal so, okay, das ist aber kein geiler Plan für so eine super schlaue Bösewichtin. Aber dadurch, dass sie so geschrieben ist, war in meinem Kopf sofort, okay, aber wahrscheinlich hat die das Poster da platziert von dem gesuchten Mädchen. Und mit einberechnet, dass Kimiko da so drauf reagieren wird, wie sie reagieren wird. Kann auch sein, Ne? Wurde nicht gesagt, aber dadurch, dass sie ansonsten so cool schreiben,
kann ich dann über diesen Fehler hinwegsehen und sagen, das hat die bestimmt auch mit eingeplant. Ja. Auch wenn das schon ein sehr großer Gamble wäre. So letztendlich, aber... Ich meine, es war vielleicht auch so ein bisschen einfach nur zu gucken, wie die Boys eigentlich draußen sind von der Kampfstärke her. Wie stark sind sie wirklich, so nach dem Motto. Für die Zukunft, so als Referenz, so nach dem Motto. Und sie wollte ja gucken, was kann Firecracker eigentlich? Wie loyal ist Firecracker? Ja. Und theoretisch der andere Dude, der dann halt geschoren ist. Ja. Aber wie loyal ist Firecracker? Weil darum ging es ja eigentlich hauptsächlich um Firecracker. Auch so gut. Nein, nicht Prime. Firecracker, wir haben nicht immer... Ja, war schon ziemlich gut. Ja, wen haben wir noch? Wir haben dann noch Frenchy und Kimiko. Genau. Die das untrennbare Duo. Ja, die wieder weiter halt der ihrer Vergangenheit so ein bisschen hinterhergehen. Also French hat das Problem, dass er halt den Colin, glaube ich, ist er jetzt, kennengelernt hat, über eigentlich sein anonymer Drogentreff. Ja. Und das ist aber anscheinend der Sohn von der Family, die er mal getötet hat. Wir geben zu, wir wissen echt nicht mehr, ob das in der Serie vorkam. Ja, oder ob sie jetzt halt quasi einfach sagen, er hat so viele getötet. Dass der hat die Eltern mal von denen umgebracht. Wir wissen es echt nicht mehr. Das ist halt gewesen, okay. Und jetzt hat wirklich das Problem so, er steht ihn auf eigentlich total auf ihn und schläft da auch mit ihm, aber hat er zu große Gewissensbisse. Was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich habe eigentlich seine Familie umgebracht und bin eigentlich schuld an allem und eigentlich kann ich nicht mit ihm noch weiter irgendeine Beziehung eingehen. Das geht eigentlich nicht. Wo Kimiko noch denkt so, ey, Frenchy, hab keine Sorgen wegen mir irgendwie. Ja. Geh einfach drauf los, mach mit denen rum. Und sie versteht ja nicht, dass er ganz andere Probleme hat. Während er halt nicht genau versteht, was bei Kimiko gerade abgeht, weil sie hat halt, sie ist beim Therapeuten und sie hat wieder Probleme zu sprechen und sie hat ihre Vergangenheit, holt sie wieder ein. Sie hat immer wieder Flashbacks von früher und geht halt zu so einer Bande, wo sie halt alle umbringt, wo dann halt irgendeine andere, ich sag mal, Asiatin ist, die mit Narbengesicht ist, die wahrscheinlich auch Miss Soup, würde ich mal vermuten, ist. Und da sagt sie halt so Frenchy, nein, nicht schießen, und die haut dann halt ab. Und dann ist auch so, dass Frenchy sagt, okay, wer war denn das jetzt bitte? Und sie kann es nicht sagen und will es nicht sagen. Also ja, es wird wahrscheinlich in der gesamten Staffel jetzt darum gehen, dass beide jeweils ihre Vergangenheit aufarbeiten. Ja. Wahrscheinlich sich immer wieder zerstreiten werden, immer wieder zusammentun werden, um am Ende wahrscheinlich trotzdem gemeinsam aus Stärke vorzugehen. Ich vermute mal, er wird auch irgendwann dem Colin sagen, was er getan hat, was wahrscheinlich damit enden wird, dass der dann sagt, so, oh Gott, du Monster, und dann ist da die Beziehung ganz vorbei. Ich bin gespannt, wer jetzt die Asiatin da ist. Ist es ihre beste Freundin? Hat sie noch eine Schwester? Kann eigentlich nicht sein. Das wäre ein bisschen komisch, wenn sie noch eine Schwester hat. Ja. Aber vielleicht beste Freundin von früher, so nach dem Motto. Ihr Bruder war das, ne? Der vorher. Genau, ihr Bruder war das, ja. Und da war nie das Thema von der Schwester. Also kann es eigentlich nicht ihre Schwester sein. Weil sonst wäre es da ja eigentlich schon aufgekommen. Deswegen gehen wir davon aus, wird ihre beste Freundin in dem Sinne, dass sie halt gemeinsam durch die Hölle gegangen sind, irgendwie sein. Und mit der wahrscheinlich irgendwie. Oder vielleicht auch, kann ja auch sein, ihre Geliebte? Dass sie vielleicht was hatten denn auch irgendwie in der Gefangenschaft? Kann ja auch sein, dass es da wieder auch drum geht. Und ja, aber das wird wahrscheinlich bei den beiden so sein. Und ja, das ist halt so nichts Neues. Es ist halt einfach ihr Story-Arc, der sich halt weiter jetzt durchzieht durch alle Staffeln. Ja, auch da muss ich sagen, also gerade bei Frenchy finde ich, weil da hatte ich wirklich nach Staffel 3 sehr das Gefühl so, aber irgendwie hat sich jetzt losgemacht von der Leine. Das war ja eigentlich so sein großes Thema. Naja. Von seiner russischen Dominatrix da. No. Und was jetzt? So. Und ja, dass man jetzt irgendwie so das Gefühl hat, aber nur deshalb haben ihn jetzt die Taten seiner Vergangenheit nicht einfach losgelassen. Richtig. Finde ich cool. Und ja, mit Kimiko, weil, glaube ich, letzte Staffel war es nicht Thema, ne? Ihre Vergangenheit, so, das war, glaube ich, schon davor. Davor, bin ich der Meinung. Die Bruderweizeitschaft, glaube ich. So. Und ich habe irgendwie nicht mit gerechnet, dass sie das nochmal rauskramen, aber es ergibt ja irgendwie eigentlich Sinn, dass solange dieser Ring da noch existiert, das nicht einfach abgehakt ist. Ja. Und das war auch wieder so eine schöne Boys-Szene, wie sie halt so sagt, man muss der Vergangenheit Herr werden, um in die Zukunft blicken zu können. Und Mensch, deshalb werde ich sie alle töten. No. Und ja, dann aber wirklich relativ schnell so, sie macht's gut, gehen wir. So, und der Kampf war übrigens auch Hammer, wie er auf Drogen. Er war auf Drogen, viel gesagt so, du bist auf Drogen, oder so, nur leichte Illusionen.
Alles ist so, wie er dann halt sieht, wie Enten und Gummizeug und ja, Seifenblasen aus den Wunden rauskommen. Quietsch, und auch alles, wenn Kiwi zuschlagen hat. Quietsch, so quietsch, quietsch, ja. Quietsch. Das war wieder super gut gemacht. Und ja, zu seiner Horrorvorstellung, wo er halt einfach mal sieht, wen er alles eigentlich so umgebracht hat. Man sieht ja. Dann halt, wie er da alle getötet hat. Und ja, ich bin gespannt, wo sie damit noch hin jetzt gehen. Wie er das doch alles aufarbeitet und so weiter. Ja. Ja, und Starlight, also ich glaube, also sie hatte bis jetzt auch noch nicht so viel zum Scheinen, beziehungsweise Annie. Ja. Aber ich glaube, die wird jetzt halt sehr wichtig werden, wenn jetzt dieser Konflikt zwischen, also wenn sie jetzt als Galionsfigur der Starlighters dann auch wieder offiziell auftritt, was jetzt in Folge 3 dann eben kam, dass sie erkannt hat, ja okay, Symbole sind wichtig für die Menschen und ohne werden sie auf verlorenem Posten stehen, was sie ja jetzt schon tun quasi. Ja. Ja, da wird es jetzt, glaube ich, mehr kommen. Aber ja, ich mag aber bei Yui und ihr, auch wenn sie bisher beide sehr wenig nur da sind, ich mag, dass sie jetzt so dieser Katalysator für die A-Train-Storyline sind. Die fand ich ja in der letzten Season schon sehr gut, dass man das schon gemerkt hat, ja, da ist das Potenzial für ein Redemption-Arc da. Und ja, dass man das jetzt halt auch aufgegriffen hat. Und ja, also die Szene fand ich echt cool, wie weil ich dachte im Moment, wo Yui sagt, hey, gib ihm noch einen Moment, dachte ich so, ja, dann ist er doch aber gleich weg. Ja. So, und hat dann halt Annie auch gedacht und hat aber auf Yui gehört. Und dann war er weg und ich war wirklich auch so, hab hier vor dem Bildschirm gemacht. Also, ja, war klar, dass er jetzt weg ist. Ja, und als er dann aber aufgetaucht ist im Büro und gesagt hat, ey, natürlich habe ich gemerkt, dass ihr da seid. Ja. So, und ich helfe euch jetzt aus dem simplen Grund, dass ihr mich halt vor meiner Familie jetzt nochmal bloß hättet stellen können. Das ist auch so lustig, dass halt jeder weiß immer, dass sie da sind. Also sind halt die schlechtesten Geheimagenten, die man sich nur vorstellen kann. Ja, ich meine, es ist ja auch, jeder kennt ihre Gesichter. Ja, es ist wirklich so. Sie tarnen sich auch nicht in irgendeiner Form. Nope. Ist halt, ich war doch schon da, ganz am Anfang, wo Newman einfach hier ihren Transporter aufgemacht und Hugh überrascht und so, hi, na? Ja. Ja, eure Verkleidung ist echt Schrott. Also ihr habt echt abgenommen, ne? Und da wurde es ja noch erklärt, dadurch, dass Butcher halt Ryan... konfrontiert und dadurch Homelander. Aber trotzdem, so. Da halt sofort erwischt worden, dann halt da auch sofort erwischt worden, da mit Homelander, wo Dewey denn da oben in den Lüftungsschächten ist, sofort erwischt worden. Ja. Also, ja, im Prinzip ist ja wirklich so, also ich finde, das muss man bei The Boys nach wie vor generell sagen, man muss schon ein paar Augen zudrücken, dass die Boys nicht einfach schon längst alle gemacht wurden. Ja. So, aber ich finde, sie biegen es immer noch alles ganz gut hin mit, jeder hat irgendwie gegen jeden irgendwas in der Hand, sodass sie halt nicht frei agieren können. Und das ist ja das Gefährliche an Homelander, dass der ja weiß, okay, das war mit Starlight das Gespräch letzte Season, dass er halt gesagt hat, er hat sich noch halt einschüchtern lassen von dem Material, was sie gegen ihn haben. Ja. Ich glaube, von dem Flugzeugcrash müsste das gewesen sein. Und dann halt jetzt am Ende der Season quasi war bei, ist mir scheißegal. Ja. Veröffentlicht, ist mir scheißegal, mir werden eh Leute zu jubeln. Ja. So, und deswegen ist er jetzt auch auf Yui einfach losgegangen und war ihm egal. So, während halt Vicky Newman schon noch ist, ich kann jetzt nicht zulassen, dass dieses Material über mich in irgendeiner Form veröffentlicht wird. Weil sie ja eigentlich Präsidentin sein möchte. Genau, ne? Und das, ja, baut man sich schon noch ganz gut hin, aber trotzdem sitzt man richtig da und denkt, ja. Okay, also wenn die Supes ernst machen würden, dann wäre jetzt schon alle tot. Wäre schon Staffel 1 vorbei gewesen. Ja, das stimmt. So, aber ja, das stört mich hier eher weniger. Aber ich mag die Story von A-Train an sich sehr gerne. Ja, diese langsam wieder mit Schlag. Starlight finde ich jetzt auch sehr cool, dieses ganze Ding, dass sie halt erst nicht möchte, Galionsfigur zu sein, jetzt akzeptiert sie es langsam und dass sie dann halt noch mit Firecracker dieses Gespräch hatte, dass halt da auch ihre Vergangenheit sie einholt. Dieses, dass sie es, was sie selber gehasst hat von sich, dass sie halt auf ihre Mutter immer so gehört hat. Ja. Und ja, dass sie halt sich damals einen Feind gemacht hat mit Firecracker, weil sie halt bei diesen Schönheitswettbewerben, glaube ich, war das, ne, so fertig gemacht hat und Gerüchte in die Welt gesetzt hat, weil das ihre Mutter gesagt hat, so nach dem Motto. Und das holt sie jetzt halt ein. Firecracker ist jetzt total auf Hass gegen sie und will mit allen Mitteln jetzt Starlight vernichten, so nach dem Motto. Selbst wenn sie halt alles in Lügen und so weiter umwandeln muss. Das fand ich auch ein sehr cooler Moment, wo Sage zu ihr gesagt hat, was machst du eigentlich hier? Und dass sie halt sagt, a purpose. Ja. Dass sie halt genau weiß, das ist alles nur gelogen. Sie weiß genau, das ist alles absoluter Schwachsinn, was sie da teilweise erzählt. Dass sie es aber nur macht, wegen einem gewissen Grund. Und das war halt auf der Messe natürlich jetzt, um halt die ganzen Leute da irgendwie darum zu bekommen. Und jetzt ist halt der Grund Homelander, weil sie halt ein riesiger Homelander-Fan ist. Sie ihn komplett unterstützt und sie wird halt unbedingt an Homelanders Seite sein. Ja.
Und dass sie halt wirklich alles jetzt dafür tun wird. Und das war ja der Grund, warum Sage auch Firecracker dazugeholt hat. Weil das ist die große mediale Stimme, die sie brauchen, so nach dem Motto, für Homelander. Ja. Egal, was auch kommen wird in Zukunft. Und das wäre auch sehr cool gemacht, dass sie das so gestaltet haben, aber auch dadurch einen Grund gegeben haben, warum ist Firecracker eigentlich so? Warum ist sie so verhasst auf Starlight? Ja. Ja, generell ein großes Thema der Staffel, ne? Die Taten der Vergangenheit holen Leute wieder ein oder belasten sie immer noch. Stimmt, wenn man so alles. Selbst Homelander hat ja Albträume von seinen alten Taten irgendwie, ne? Dass er die ganz, welche Leute alles umgebracht hat und so weiter. Ja, stimmt, das ist ein großes Team. Also die beiden großen Teams bis jetzt von dieser Staffel sind nicht ans Telefon gehen und die Taten der Vergangenheit. Ja. Das sind die beiden großen Themes dieser Staffel bis jetzt. Ja. Und es ist ein sehr vielversprechender Auftakt. Ja. 5 Folgen kommen jetzt noch in dieser Season. Ja, und dann, wie gesagt, seit kurzem bestätigt, dass das die nächste Staffel dann die Finalstaffel sein wird. Ja. Und wie gesagt, ich persönlich finde das gut so, weil es zwischendurch mal hieß, vielleicht machen wir auch doch noch viel mehr, als wir geplant haben. Weißt du, macht man nicht. Von mir aus macht dann Spin-Offs und so weiter. Er hat ja auch gesagt, er hofft, dass er Gen V noch weitermachen kann und so weiter und so fort. Der Eric Kripke. Aber ja, da war ich so, nee, komm, erzählt eure Story so, wie ihr sie vorhattet. Und dann ist gut. Ja, das Einzige, was anscheinend aus Gen V wichtig jetzt war, ist halt wirklich dieser Virus, der bei Gen V halt eine große Rolle spielt. Dass halt, Newman hat diesen Virus, der angeblich Supes töten kann und vielleicht auch gegen Homelander funktionieren könnte. Und die große Erkenntnis, Butcher weiß davon. Ja. Und hat ihr gleich gesagt so, und du weißt, dass der Virus auf Homelander nicht so stark wirken wird. Ja. Also höchstens schwächen wird, aber ihn nicht umbringen wird, so nach dem Motto. Also das scheint das Wichtige aus Gen V für The Boys zu sein, dieser Virus, dass dieser existiert. Genau. Und im Trailer hat man ja schon gesehen, dass 2 von den Gen V-Lern im Ward Tower sich auch aufhalten werden. Ja. Das wird dann also noch kommen in Zukunft. Ja. Ja. Genau. Und, da haben wir ganz vergessen beim Humor, bisheriges Highlight, würde ich sogar sagen, der ganzen Staffel, ist der neue Black Noir. Ernsthaft? Ja, ich bin gespannt, ob da überhaupt irgendein Reveal kommt, wer das ist. Ja. Weil es muss eigentlich ein Soup sein, weil er auch einfach mit einem Schwumm-Sound jemanden in den Schädel einschlagen konnte. So, aber letztendlich wirkt es halt bisher, als hätten sie einfach irgendein Dude genommen, in dieses Black Noir-Kostüm gesteckt, weil du da den Mord halt einfach gut verschleiern kannst mit, weil er hat halt immer eine Maske auf und sagt nichts. Ja. So, und dass der jetzt voll übermotiviert ist und Purpose für seinen Charakter will und eine Richtung, in die er gehen soll und andauernd redet, also Black Noir halt die Klappe. So, es ist sehr, sehr gut. Also dieses Gespräch, was er mit der Dings ihr, der CEO da geführt hat. Ich hab den Namen vergessen. Ashley, genau. Was er geführt hat und sagt so ja, was gibt's da für Referenzen und wie ist er so und wie soll ich mich eigentlich verhalten und so weiter. Und dann von hinten wieder von den allen der Sam irgendwie kam so, halt die Klappe. Ja. Die ganze Zeit einfach nur so irgendwie. Halt einfach die Klappe, du bist Black Noir, du sagst nichts irgendwie. Es ist herrlich und die ganze Zeit fragen wir so, ich bin auf der Insel und ich will auch dem Charakter richtig Stimme geben und so weiter. Nein, du hältst die Klappe. Das ist grandios. Also ich bin halt gespannt, ob immer noch rauskommt, wer hinter dieser Maske steckt. Ob es halt, ich fand deine Theorie auch geil. Was ist, wenn es wirklich ein Homelander-Klon ist irgendwie? Ja, also Mini-Spoiler, in den Comics ist Black Noir halt ein Klon von Homelander. Ne. Und halt ein zutiefst böswilliger Charakter. Ja. Also generell kann man sagen, mit den Comics hat das Gott sei Dank, weil ich finde die nach wie vor nicht sonderlich gut, hat es nicht mehr viel zu tun, außer dass es Charaktere genommen hat. Ja. Aber ich finde halt die Idee, dass es jetzt trotzdem ein Homelander-Klon ist, der aber voll happy-go-lucky ist und eigentlich einfach nur seine Rolle gut spielen will, finde ich gut. Super lustig. Was sogar auch ein ganz geiler Kommentar wäre, weil ja der Chef von Ward ja zu Homelander gesagt hat, ey, du bist nichts als ein schlechtes Produkt, spiel deine Rolle und dann ist gut. So. Lebt der eigentlich noch? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass der irgendwann draufgegangen ist. Also er hat ja Stillwell umgebracht in Staffel 1. Richtig, genau. Und ich glaube aber... Und dann war es ja einfach nur... Ich wollte schon Gustavo Fring sagen. Also. Aber stimmt, er ist einfach nur gegangen. Also er sollte ja gehen, er wurde ja gefeuert mehr oder weniger. Ja. Aber wir haben seit Staffel 2 oder 3 haben wir nichts davon gehört. Ich glaube, 3 haben wir. Stimmt, doch, wir haben in dritter Staffel nochmal von ihm gehört. Ja. Wir haben dann aus dem Gespräch Soldier Boy noch. Richtig, genau.
Ja, das wäre doch interessant. Was ist mit dem? Was macht der nochmal irgendwas? Oder wie gesagt, wenn wir irgendwas falsch sagen, korrigiert uns gerne. Es ist jetzt auch wieder 2 Jahre her oder so, die letzte Season. Wie gesagt, allein das mit Frenchie. Also wir wissen nicht mehr, ob das... War das vielleicht mal irgendwann Thema in der dritten Staffel oder so weit? Wir haben es vergessen. Und ich merke immer wieder, dass diese Zusammenfassungen am Anfang, dass die mir gar nichts bringen. Es ist einfach nur Szene, 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 Szene. Ja, okay. Okay. Sure. Ja, genau. Nee, aber das war sehr, sehr lustig. Auch mit The Deep halt auch das mit seinen Octopus-Freundinnen, die da heimlich im Schrank überstecken muss, obwohl er gesagt hat, ja, ist los geworden und so weiter. Und aber auch cool irgendwie von mit The Deep, dass er eigentlich nur weg will, aber einfach nicht kann. Ja. Und das aber selbst in einem Octopus-Freund sagt so, wir können doch einfach im Meer verschwinden, einfach Urlaub machen und so weiter. Und dass er seine Octopus-Freundin da einfach im Aquarium im Stich lässt, da Algen wachsen und so weiter. Wo ich jetzt auf die nächste Folge gespannt bin, ob jetzt Sage die umgebracht hat. Weil es war halt dann, er hat dann halt mit Sage rumgemacht und dann haben wir auf den Tisch gesehen, er war eine Harpune. Oder irgendwie so auf den Tisch blutig. Also, hat sie jetzt den Oktopus getötet? Maybe. Die Szene war ein bisschen weird. Also, das war die einzige Szene, die ich ein bisschen komisch fand, wie er da reinkam und so, so kannst du nicht mit mir umgehen und so weiter. Und dann ging es innerhalb von, ist das das und das? Ja, ist voll lecker. Du bist so heiß, du auch. Und dann... Fangen sie an rumzumachen, Also, das fand ich ein bisschen... sehr weird. Sehr, sehr weird. Fand ich ein bisschen... Wer weiß, vielleicht hat es ja auch mit Sage zu tun. Ja. Wir wissen ja noch nicht, hat sie nicht vielleicht doch noch eine andere Superkraft? Ja, hat sie wirklich keine Superkraft. Superkraft. Ja. Es ist, sagt sie einfach, also vielleicht ist sie einfach nur so schlau, so hat dem Motto. Und hat aber eigentlich noch eine ganz andere, versteckte Superkraft. Ja. Das kann ja auch noch sein. Weiß ich so, Manipulation. Das könnte sein, wenn sie so Pheromone oder irgendwie sowas ausstrahlen kann, dass halt Leute eher ihr zugeneigt sind. So, deswegen kann sie vielleicht auch mit Homelander halt so umgehen, dass Homelander, keine Ahnung, deswegen halt dann sie nicht umbringen will, weil dann halt doch jetzt nicht liebevoll, aber halt einfach nur halt als Partner so Respekt. Ja, oder hat. Irgendwas mit Gedanken oder sowas. Sie sagt ja teilweise auch Dinge, die sie eigentlich nicht wissen kann. Ja, genau. Ohne das jemals gesehen zu haben. Ja, mal sehen. Aber Stand jetzt fand ich die Szene ein bisschen merkwürdig. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch erklärt, was da los ist. Kann auch sein, dass jetzt in der nächsten Folge auf einmal sind die aufwacht und sagt so, what the fuck, was habe ich getan? Oder sonst irgendwas. Ja. Who knows? Ja, glaube, damit haben wir das ganz erschöpfend behandelt. Ja, ich glaube, haben wir den Charakter so ein bisschen durchleuchtet. Ja, wie gesagt, Newman macht halt weiter ihr Ding, dass er halt Vice President bzw. halt Präsidentin werden möchte. Ja. Und ja, das ist die ganze Zeit dieses Katz-und-Maus-Spiel, wer macht jetzt mit ihr einen Deal? Also wirklich alle Fraktionen versuchen mit ihr irgendwie einen Deal zu machen. Butcher war ja der Deal mit dir von wegen so, ey, für die Bilder von Dewey und so weiter, machen wir einen Deal und du hilfst mir mit Brian. Hat es nicht funktioniert. Dann generell The Boys mit ihr haben wir versucht irgendwie zu gucken. Hat es auch nicht funktioniert. Homelander hat ja, jetzt bedroht sie auch noch und so weiter, wo er sagt so, ja, pass auf, wer für die Präsidentin zu werden, wenn du Präsidentin wirst, sagst du, dass du ein Soup bist. Ja. Und machst hier alles, dass die Soups jetzt halt die krassen Polizisten und alles mögliche werden. Also jeder macht irgendwie, versucht einen Deal mit Newman, weil anscheinend wirklich alle sich zu 100% sicher sind, sie wird eh die nächste Präsidentin. Das ist schon durch, so nach dem Motto. Also es geht nämlich darum, ob sie noch wird, sondern noch wann sie wird, so irgendwie. Ja. Und alle versuchen jetzt gerade irgendwie sie halt rumzukriegen für ihre Seite. Das wäre auch noch interessant. Da wäre auch schon mal fast, was wird Newman noch am Ende machen, weil eigentlich, ja, sie wird Präsidentin werden, aber eigentlich will sie ja Homelander loswerden. Das ist ja eigentlich ihr großes Ding. Sie will ja eigentlich Homelander irgendwie vernichten, so nach dem Motto, aber mal gucken, was so wird. Ja. Ja. Das will ich gerade rein. Genau. Ja, da haben wir drüber alles durch. Ja. Gut. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Dann mit einer richtigen Folgenbesprechung. Genau. Zur 4. Folge. Und ansonsten geht es hier dann auch schon Montag in der Nacht oder Dienstag weiter mit meiner ersten House of the Dragon Folgenbesprechung. Und da werde ich wahrscheinlich noch mehr da sitzen und denken, ja, ich habe euch alle schon mal gesehen. So, weil das war jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Und die Game of Thrones Stories neigen dazu, ziemlich viele Charaktere und Namen zu haben. Aber ich glaube, ich kriege es noch ganz gut zustande. Und wenn nicht, habe ich ja die Zuschauer. Das Internet. Ja. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut euch gerne unsere ganzen anderen wunderbaren, auch hier Folgen und Film-Reviews und so weiter bei Gaum Entertainment an oder schaut gerne bei unseren ganzen anderen Kanälen mal vorbei und habt ansonsten einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr hört oder schaut. Bis zum nächsten Mal, also Ramen und euer Gauton.
Ciao.